Jo, hallo liebe Freunde, hier bei der verspäteten Auslosung meines 750-Abo-Gewinnspiels. Ja, ich hatte einfach nie Zeit dafür. Jetzt bin ich da mit meinem neuen Headset, mit meinem Sennheiser PC 360. Ich hoffe, man hört da ein bisschen Unterschied, dass der Klang doch wärmer, feiner, realistischer ist. Ich habe da schon eine Liste erstellt mit den Nummern von Dave Moymeier. Ich habe dich einfach geändert, damit nicht jeder weiß, wie du heißt. Dann Headfister 02, Dennis Ocean, Dead Term Cool 124, JNIC 2000, Pixel Gamer 36, Sasoga, Weekly LP, David Köhler, Julian Bente, Art Factor HD, All Games Let's Play, Silent Hunks, Deutscher Richter, It's Me Hero, Fenty 208, keine Ahnung, 134, Johnny B, Ultimate Gaming Club. Das sind so die, die jetzt für das Blacklist-Spiel mitmachen. Für Tomb Raider wollte gar keiner mitspielen. Um Assassin's Creed 1 spielt nur Seelenqual 13. Ich denke, die wird da schon gewinnen. Und ich habe mir da so die Fragen aufgeschrieben, welches Spiel zocke ich am meisten und so weiter. Die beantworte ich jetzt, bevor ich da mit meinem schönen Zufallsgenerator 1 bis 19 die Gewinner auslose oder den Gewinner halt. Also, wie alt bin ich denn? Ich bin 21. Welches Spiel zocke ich denn am meisten? Es ist einfach FIFA 14 und Mass Effect 1 bis 3. Wie bin ich auf YouTube gekommen und wie, um Videos zu machen? Ja, da waren eigentlich CK, dann iFelix LP und das Mirko LP, die mich da irgendwie dazu gebracht haben, wo ich mir gedacht habe, ja, schmeiß die Schule, mach Let's Plays. Wie lange werde ich Videos machen? Gute Frage. Meiner Meinung nach, solange es geht, solange YouTube und Copyright-Bestimmungen mir keine Probleme machen, ich im Netzwerk bleibe und die mir da alles schön abklären, dass ich da auch in Zukunft sicher und ohne Probleme LPs aufnehmen kann. Also von meiner Seite aus wird es da nie Unterbrechungen geben. Mindestens 2 Jahre kann ich euch versprechen, hundertprozentig. Mein Lieblingsspiel ist eben Mass Effect 1 bis 3, die Splinter Cell Reihe und FIFA. FIFA 14, 13, was auch immer, das sind so meine allzeit Lieblingsspiele von der PlayStation 1, Spyro und so weiter, Crash Bandicoot, aber hauptsächlich jetzt, wo ich im Fieber drin, Mass Effect und FIFA. So, wie bist du auf Flugsimulationen gekommen? Ja, das hat schon früh angefangen, wo ich 6, 7 war, hat mein Vater auf dem PC damals, weil er ist auch so ein bisschen Flugzeugfan, hat da ab und zu immer eine Stunde am Abend bisschen gespielt, so Combat Flight Simulator, also richtig alte Spiele auf dem Windows 97, 98 oder was auch immer, und auch Crimson Skies. Damit hat es angefangen, da mit Flight Simulator 98. Also da bin ich relativ früh eingestiegen und ich bin so auch ein Flugzeugfan. Gehe auch zu Flugshows, habe früher Modellflieger gebaut, werde jetzt vielleicht mit dem Modellflug anfangen, irgendwelchen Bausatz mal klein anfangen, aber das ist so die kleine Hintergrundgeschichte. Was ist denn meine Lieblingsmarke? Ja, wenn es. Ich weiß nicht, was du mit Lieblingsmarke meinst, aber wenn es jetzt um PC geht, dieses Asus, auch wenn es um mein Handy geht, ist ein Asus-Handy. Wenn es jetzt um Elektronik generell geht, zum Beispiel Sennheiser, wo ich das Headset habe, Bose bin ich auch wirklich überzeugt von. Autos mag ich Fiat Abarth, Lotus, also Fiat und Lotus. Fiat das leistbare, Lotus die Traumautos. Kleidung kann ich nur sagen, Takeshi zum Beispiel ist eine italienische Marke oder Rich and Royal ist auch eine italienische Marke und Imperial ist auch eine italienische Marke. Wenn es um Spielehersteller geht, zum Beispiel Ubisoft, mag ich eigentlich ganz gern, die haben immer tolle Spiele rausgebracht. BioWare zum Beispiel. Ja, lassen wir es da. Da könnte man ja noch endlos drüber reden. Und Seelenqual hat auch gefragt, würde denn irgendwann ein Projekt kommen, welches mich auch interessieren könnte? Tja, ich weiß nicht.
Ich konzentriere mich jetzt auch in Zukunft mehr auf Rollenspiele und auf Flugspiele und die einzigen Shooter, die kommen werden, sind noch von Tom Clancy. Ansonsten werde ich keine Shooter mehr bringen. Also kann es sein, dass zum Beispiel The Witcher oder Kingdoms of Amalur oder Herr der Ringe, der Krieg im Norden, sowas für dich wäre. Ich weiß es nicht, Skyrim vielleicht. Ansonsten werden noch Flugspiele und Sportspiele kommen. Also vielleicht, ich weiß es nicht. Schlag mir ein 2 im Teamspeak. Ja, das waren die Fragen, die so aufgetaucht sind. Ich dachte eigentlich, es kommen gar keine Fragen, aber umso froher bin ich, dass doch welche kommen sind und sich interessieren für mich. Und jetzt kommen wir einfach zur Auslosung. Seelenqual hat schon Assassin's Creed 1 gewonnen. Glückwunsch, Applaus. War sehr schwer für dich. Und jetzt kommt die Auslosung von dem Blacklist-Spiel. Ich drücke dreimal den Button. Das erste Mal gilt es nicht, das zweite Mal nicht, aber der dritte Klick, der gilt dann. Also, die Zufallszahl, da habe ich schon mal herumgetestet, aber einmal, zweimal, dreimal. Die Nummer 18 hat gewonnen, Leute. Ba, 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 bam. Und das ist Johnny B. Johnny B. hat Splinter Cell Blacklist gewonnen. Johnny B. soll mir über private Nachricht auf YouTube seine E-Mail-Adresse schicken. Dann sende ich ihm auch den Splinter Cell Blacklist Key. Seelenqual, wir schreiben uns im LPF oder über Teamspeak. Da schicke ich dir über Steam dann das Spiel. Und dadurch, dass ja Tomb Raider nicht ausgelost wurde, geht schnell auf meine Facebook-Seite, liked meine Fanpage PatianLP. Da wird übermorgen dann Tomb Raider zur Verfügung stehen als Gewinnspiel. Da wird dann noch gesagt, was ihr denn machen müsst. Ich bedanke mich bei euch. Sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Innerhalb von 9 Tagen habe ich schon wieder 40 Abonnenten dazu bekommen. Also nicht schlecht. Also bin ich richtig zufrieden. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Patian LP. Tschüss, Leute.